ganz ruhig liegen bleiben, okay? Ich bin Lou, ich bin Krankenschwester. Hilfe ist unterwegs. Hallo Frau Kies. Hallo Carla. Komm, wir werden schon was für dich finden. Es gibt einen neuen Krimi von den drei Fragezeichen. Die hast du doch sonst auch gerne gelesen. Hab ich das? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Manchmal machst du mir echt Angst, Frieda. Seit dem Unfall vor ein paar Tagen, ich erkenne dich kaum wieder. Ich mich auch nicht. Wenn ich morgens in den Spiegel schaue, ich komme mir selber manchmal fremd vor. Ach, das wird schon wieder. Drei Fragezeichen, Schrecken aus der Tiefe, das wäre doch was für dich. Wenn du meinst. Ja, das meine ich. Vertief dich ins Buch und dann kommst du wohl auf andere Gedanken. Vielleicht kommen dir dann auch wieder Erinnerungen hoch, die dir bisher noch fehlen. Ja, vielleicht. Hallo ihr beiden. Na, braucht ihr Lesestoff? Geht dich das was an, Naomi? Lass uns in Ruhe. Kann es sein, dass du ein Problem mit mir hast, Carla? Nicht nur eins und nicht nur ich. Und du? Hast du auch ein Problem mit mir, Frieda? Warum sollte ich? Ich kenne dich doch kaum. Stimmt, dabei sollten wir es auch belassen. Verschwinde, Naomi. Es reicht, wenn wir dich in der Schule sehen müssen. Meine Freundin braucht Ruhe und keine abgeredete Tante wie dich. Du hast echt ein Problem mit ihr, oder? Und wenn schon. Nimmst du jetzt das Buch? Wenn du meinst. Das ist für dich. Deine Mutter. Du hast dein Handy nicht eingeschaltet. Spinnst du, als wenn? Carla, deine Mama, hast du dein Handy nicht an? Was ich sag. Darüber sollten wir nachher nochmal reden, Frieda. Du machst mir echt Angst. Ich weiß, was du jetzt sagen willst, Naomi. Und? Wirst du kommen? Was soll ich in eurem Club? Wir haben alle eine besondere Fähigkeit, so wie du. Ich habe keine besondere Fähigkeit. Bist du dir sicher? Mir scheint, du kannst ein wenig in die Zukunft schauen. Hängt vielleicht mit deinem Unfall zusammen. Oder etwa mit ganz etwas anderem. Wie spät trefft ihr euch? Heute, um 8 Uhr im Speicherkeller. Willst du kommen? Vielleicht. Dann vielleicht um 8. Die anderen werden sich freuen. Was wollte Naomi von dir? Nichts. Ich muss jetzt nach Hause, Carla. Ich bin müde. Ich auch. Meine Mutter meint, ich soll nicht beeilen. Sie hat noch irgendwas mit mir vor. Also, sehen wir uns morgen in der Schule? Schätze ich mal. In der Schule. Was machst du denn hier, Frieda? Mama sucht dich überall. Ich war gerade mit Carla. Alles in Ordnung bei dir, Schwester Herz? Du weißt schon, welches Gebäude das hier ist? Ja, sicher weiß ich das. Denkst du, ich bin blöd? Nee, ich denke, aber seit dem Unfall hat dein Kopf ein paar Aussetzer. Ich habe keine Aussetzer. Ich kann Dinge voraussehen, Tammy. Seit dem Unfall, als hätte sich etwas gelöst, was vorher festgesessen hat. Wie ein Motor, der auf Hochtouren läuft. Das habe ich dir doch gestern schon erklärt. Moment. Jetzt hör mal zu, Frieda. Ich weiß, dass wir in unserer Familie das zweite Gesicht haben, so wie man das nennt. Schon unsere Großmutter konnte Dinge sehen, die es nicht gab. Ja, war doch manchmal ganz praktisch, wenn wir bei ihr waren. Für sie aber nicht. Sie hat kurz vor ihrem Tod ihren kompletten Verstand verloren.
Ich möchte meinen behalten, aber wenn das jetzt schon bei dir losgeht? Oma hat tote Pferde auf einer Wiese gesehen. Ich sehe keine toten Pferde. Noch nicht, Frieda. Du bist gerade auf einem Weg, der nicht gut ausgehen könnte. Zukunftsseherei. Das ist Hexenwerk. Das ist schwarze Magie. Und wir sind keine Hexen, Frieda. Was meinst du mit wir? Habe ich wir gesagt? Ja, hast du. Okay, ich hab's auch mal probiert. Das Dinge voraussehen, meine ich. Und? Ist schon praktisch, stimmt. Aber auch ziemlich gefährlich. Man weiß nie, ob die Vorhersagen eintreffen oder nicht. Denn wenn sie nicht eintreffen und man hat sich darauf verlassen, dann hast du ein ziemliches Problem. Davon hast du mir noch nie erzählt. Nein, weil es besser so ist, wie es ist. Glaub mir einfach. Und jetzt versprich mir, dass du es sein lässt. Dinge vorauszusehen bringt Unglück. Du würdest dich verändern und nicht mehr die sein, die du jetzt bist. Und wer bin ich? Ich meine jetzt und hier? Meine Schwester Frieda. Ich will sie so haben, wie sie jetzt ist. Okay, lass es sein. Versprich es mir. Ich gehe jetzt nach Hause und denk drüber nach. Versprochen. Wie lange noch, Franziska? Sie sind gleich da, ich spüre ihre Anwesenheit. Die neue, kennst du sie? Nein, aber Naomi meint, sie sei das Bindeglied, was uns bisher noch fehlt. Und dann? Was dann? Glaubst du wirklich, wir können Kontakt aufnehmen? Könnte doch sein. Und was haben wir davon? Jetzt fange ich schon wieder an, Annie. Ich habe meine Eltern verloren, als ich 6 war. Und dabei hatte ich noch so viele Fragen an sie. Wenn ich nur einmal wieder Kontakt zu ihnen aufnehmen könnte, wäre ich der glücklichste Mensch auf Erden. Wenn, Franziska. Wir sind Freaks, mehr nicht. Abfall der Menschheit. Mit uns will doch keiner was zu tun haben. Jetzt mach uns doch nicht schlechter, als wir sind. Wir haben eine Fähigkeit, die andere nicht haben. Tut's dir weh, dass du deine Begabung hast? Also mir nicht. Stimmt, hat sogar Vorteile. Oh, Annie bei der Arbeit. Wie schön. Wie hast du das denn gemacht? Weiß nicht, was du meinst. Die Kerze. Einfach so angezündet. Keine Ahnung. Mach ich immer so. Du nicht? Nee, ich gebrauch Streichhölzer dafür. Annie braucht keine. Die entzündet einfach alles so. Komm, setz dich, Frieda. Annie kennst du ja schon. Sie hat die Gabe, jederzeit ein Feuer zu entzünden. Etwas viel Energie in der Familie. Und das hier ist Franziska. Und was kann sie? In deinem Kopf hinein. Telepathie, wie du gerade bemerkt hast. Nicht sehr lustig. Wir sind auch nicht hier, um lustig zu sein. Nein, sind wir nicht. Was kannst du, Frieda? Sie kann in die Zukunft schauen. Ich hab's selber gesehen. Genau das, was uns fehlt. Habe ich euch doch gesagt. Wir können das jetzt tun. Was können wir tun? Kontakt aufnehmen. Kontakt? Zu wem? Zu den Menschen um uns herum. Menschen um uns herum? Die Seele der Toten, die immer noch bei uns sind. Meine Eltern zum Beispiel. Und dann? Was und dann? Ich dachte, die würden uns helfen, Naomi. Was sollen die blöden Fragen? Sie will uns auch helfen, Annie. Bleib ruhig. Wobei soll ich euch denn helfen? Feuer machen könnt ihr ja selber. Noch so eine blöde Frage. Wir möchten mit den Seelen Kontakt aufnehmen. Es gab schon mal einen Club unserer Eltern, die... Aua. Wir beginnen jetzt mit unserer Seance. Einzelheiten kommen später. Jemand was dagegen? Na dann los. Na los, du auch. Begeben wir uns in die Vergangenheit. Dahin, wo wir zuletzt Kontakt mit den Toten hatten. Aua! Entschuldigung. Mann, deine Hand ist heiß. Ich hab's manchmal nicht unter Kontrolle. Ich pass ab jetzt auf. Wär mir lieb. Wir begegnen unseren Liebsten in der Vergangenheit. An einem Punkt, den wir selbst bestimmen können. Wer war das?
eben in deinem Kopf. Das war nicht deine Stimme. Hast du etwa Kontakt gehabt, Frieda? Ich glaube ja. Mit wem? Meine Freundin Carla. Aber die lebt doch noch. Ich habe sie heute Morgen doch noch gesehen. Mit dir in der Bücherei. Tut sie das wirklich? Noch leben, meine ich. Wann hast du das letzte Mal gesehen? Heute Morgen. Also ich merke, dass meine Energie weg ist. Und das ist kein gutes Zeichen für deine Freundin. Was soll ich denn jetzt machen? Du bist es, die in die Zukunft schauen kann. Es wird der Tag kommen, da laufen zwei Wege nebeneinander her. Und dann musst du dich entscheiden, welchen du gehen willst. Wir sind alle an einem ähnlichen Punkt wie du und keiner von uns kann zurück. Nein, und wenn wir nicht aufpassen, zerfrisst es uns den Verstand. Hexenwerk. Hexenwerk. Was soll das, Herr Maler, dass du mich hier erschreckst? Schleichst du mir etwa nach? Sehe ich etwa so aus? Lass mich endlich in Ruhe. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Du hast aber mit mir zu tun, mehr als du glaubst. Es war immerhin deine Mutter, die mich... Lass meine Mutter aus dem Spiel, Maler. Sie hat es nicht extra gemacht. Was? Das glaubst du doch selber nicht. Jetzt hör mal zu, du kleines Biest. Ich lass mich von euch nicht einfach abspeisen. Deine Mutter war es, die mich... Okay, stopp. In dem Punkt gebe ich dir recht. Meine Mutter hat dich hierher geholt. Sie war jung und unerfahren. Unerfahren? Das ist doch Quatsch mit Soße. Es ist nicht. Dann bist du jetzt an der Reihe, ihren Fehler auszubügeln. Sorg dafür, dass ich zurückkomme. Wie soll ich das denn anstellen? Den Club gibt es immer noch. Ich habe gestern deine Schwester belauscht. Die haben sich am Abend mit irgendjemandem getroffen und Kontakt aufgenommen. Und wenn schon? Ich will das hier alles nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr, hier als Praktikantin in der Bücherei zu arbeiten und abends nicht wissen zu müssen, wo ich hin kann. Du musst mir helfen, hier wegzukommen. Und wie soll ich das anstellen? Ganz einfach. Tausch mich aus. Du spinnst. Ich habe doch keine Ahnung, wie sowas geht. Dann bring es dir bei. Heute noch. Ich habe da nämlich schon jemanden, der sich für einen Tausch eignet. Wen? Alles zu seiner Zeit, Tammy. Alles zu seiner Zeit. Bist du nicht das Mädchen mit dem Fahrradunfall? Ja, und du bist Schwester Lou, nicht wahr? Stimmt. Geht's dir wieder gut? Kennst du sie? Das ist Carla, meine beste Freundin. Ach du, es tut mir leid. Wie geht es ihr? Sie liegt im künstlichen Koma. Nach dem Unfall, sie ist frontal mit dem Fahrrad auf ein Auto gefahren. Der Fahrer konnte nicht mehr ausweichen. Ihre Mutter hat ihr gesagt, sie soll sich beeilen. Aber deshalb fährt man noch nicht vor ein Auto, oder? Du, ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Sie wird bestimmt bald wieder gesund. Hoffentlich. Ich wäre mir da nicht so sicher. Was? Dass sie wieder gesund wird. Du kannst doch in die Zukunft schauen. Ich habe dich belauscht. Dich und deine Freundin. Spionierst du mir etwa nach? Nein, das war ja Zufall. Lass mich in Ruhe, wer immer du auch bist. Dich lass ich auch in Ruhe. Ich bin mehr an ihr interessiert. Musik.
Wann kommt Annie denn endlich? Wir hatten gesagt 8 Uhr. Jetzt ist es schon 7:15. Bleib ruhig, Frieda. Annie wird schon kommen. Wahrscheinlich muss sie erst alle Kerzen in der Kirche anzünden. Das dauert. Sie zündet Kerzen in der Kirche an? Es war ein Scherz, Frieda. Echt witzig. Moin, sorry, muss noch was erledigen. Ja, Kerzen in der Kirche anzünden. Woher weißt du das? Ich weiß, was du jetzt sagen willst, Frieda, aber wir sollten jetzt anfangen. Was ist mit deiner Freundin? Wie geht's ihr? Nicht gut. Sie liegt nach ihrem Unfall im künstlichen Koma. Und ich habe das Gefühl, sie wird nie wieder wach. So schlimm? Gut, deine Freundin hatte einen schweren Unfall. Jetzt liegt sie im Koma. Du hast gesagt, wir sollen uns heute hier treffen. Was genau hast du vor? Ich habe sie schon einmal gehört. Ihre Stimme, meine ich. Du doch auch, oder Franziska? Ich habe sie in deinem Kopf gehört, nicht in meinem, Frieda. Ich weiß also nicht, ob sie es wirklich war. Natürlich war sie es. Und deine Energie war doch auch plötzlich weg. Passiert hin und wieder mal. Passiert hin und wieder mal? Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Frieda, ganz ruhig. Wir glauben dir ja. Wir wollen dir ja auch helfen. Da merke ich aber gar nichts von. Ist aber so. Also du möchtest mit ihr in Kontakt treten, richtig? Und dann? Was hoffst du davon? Dass sie wieder aufwacht? Nein. Naja, vielleicht. Deine Freundin hat gesagt, sie weiß nicht, wo sie ist und dass du ihr helfen sollst. Ist es wahr? Willst du wissen, wie und ob du ihr helfen kannst? Gut, wenn es so das ist, fangen wir an. Vereinen wir unsere Kräfte, um mit Carla in Kontakt zu treten. Carla, wenn du uns hörst, dann antworte uns. Was passiert gerade mit dir? Wir warten auf dich und würden dir gerne helfen. Aber du musst uns in deine Welt lassen, damit wir das können. Bist du bereit? Ich spüre sie. Es ist an der Zeit, dass du Kontakt zu uns aufnimmst. Wie auch immer der aussehen wird. Ich denke nicht, dass du... Ich bin hier, Frieda. Sie ist bei uns. Ich habe sie gehört. Ich auch. Und diesmal in meinem eigenen Kopf. Gut. Carla, sag uns, wo du gerade bist. Ich liege in einem Krankenhaus. Mir ist schlecht. Ich kann die Augen nicht öffnen. Ich höre Stimmen. Meine Mutter, mein Vater. Du hast gesagt, dass du meine Hilfe brauchst. Warum wachst du nicht einfach wieder auf, Carla? Ich kann nicht, Frieda. Eine Gestalt will das nicht. Zerrt an mir. Versucht, mich in einen Abgrund zu stoßen. Ich will das aber nicht. Ich will nicht springen. Warum nicht? Es ist so dunkel da unten. Ein schwarzes Loch ohne Boden. Aber sie lässt mich locker. Könnt ihr nichts tun? Meine Energie lässt nach. Ich verliere sie. Carla, du darfst auf keinen Fall springen. Hörst du? Sie zerrt an mir. Sie reißt mich am Arm. Frieda, tu was. Ich halte es nicht mehr lange aus. Ich verliere sie. Sie ist weg. Tut mir leid, ich konnte sie nicht länger halten. Ist sie etwa gesprungen? Nein, ich spüre sie noch. Aber nur ganz schwach. Was machen wir jetzt? Wir warten, bis Annies Kräfte sich erholt haben. Dann versuchen wir es nochmal. Einverstanden? Ich verliere sie bald ganz, nicht wahr? Wir können zusammen Kontakt mit den Seelen um uns herum aufnehmen. Das wissen wir jetzt. Aber das heißt nicht, dass wir deren Gegenwart beeinflussen können. Nein, noch nicht. Und dabei sollten wir es auch so lassen, Annie. Das hat man schon mal versucht. Wer hat was versucht, Franziska? Wir brechen an dieser Stelle ab, Franziska. Alte Sachen sollten nicht aufgewärmt werden. Und manche sollten sich auch nicht wiederholen. Was meinst du damit, alte Sachen sollten sich nicht wiederholen? Das erzähle ich dir ein anderes Mal. Wir brechen jetzt ab, sonst wird es für alle anderen zu anstrengend. Wir brechen an dieser Stelle ab. Das ist für uns alle besser, Frieda. Was ist Tammy? Wo warst du gestern noch so spät, Frieda? Warum willst du das wissen? Hör zu, ich mache mir Sorgen um dich. Ich hab's dir schon mal gesagt. Dinge voraussehen bringt Unglück. Ich versuche es zu vermeiden.
Ich warne dich. Hör auf, mich anzulügen. Ich weiß, dass du heimlich Kontakte herstellst. Was meinst du, Tammy? Was denn für Kontakte? Mit wem triffst du dich heimlich? Bist du auch in diesem Idiotenclub, wo unsere Mütter drin waren? Hat Naomi damit zu tun? Und wenn schon, es geht dich nichts an, mit wem ich mich treffe. Was habt ihr vor? Wollt ihr heimlich Tote wecken? Lass es sein, Frieda. Das ist meine letzte Warnung. Und was, wenn ich es nicht lasse? Ich spüre, dass da Kräfte am Werk sind, die Gutes tun können. Carla ist in Gefahr und ich kann sie vielleicht mit Hilfe der anderen retten. Retten? Wovor? Davor, dass sie ins Totenreich abrutscht, vielleicht. Meine Mutter hat mir eine Gabe vererbt, mit der man Menschen helfen kann, die an der Schwelle zum Jenseits stehen. Als wenn. Ich kann Carla helfen. Jemand zehrt an ihr, seitdem sie im Krankenhaus liegt. Wenn ich herausfinde, wer das ist, könnte ich sie vielleicht zurückholen. Vielleicht auch nicht. Lass es mich wenigstens versuchen. Nur dieses eine Mal, bitte. Na gut, aber ich komme mit zu eurem Treffen. Gut, heute Abend 8 Uhr. Ich gebe den anderen Bescheid. Wir treffen uns im alten Speicherkeller. Dann gehen wir da zusammen hin. Aber versprich mir, dass du vorsichtig bist. Ich pass schon auf. Versprochen. Und sie hat nicht gesagt, warum wir uns so eilig treffen sollen? Nein, nur, dass es wirklich wichtig ist, Franziska. Und dass sie jemanden mitbringt. Ich finde das nicht gut. Das habe ich dir schon mal gesagt, Naomi. Wir sind noch keine Zote, die man einfach so mal anschaut. Allerdings, ich finde es auch nicht in Ordnung, wenn Frieda... Ich habe meine Schwester Tammy mitgebracht. Warum? Sie hat ebenfalls die Gabe, in die Zukunft blicken zu können. Vielleicht kann sie uns helfen. Das halten wir alle für keine gute Idee. Meine Schwester kann nichts dafür. Das war mein Einfall. Noch schlimmer. Und warum hattest du den Einfall? Das will ich euch sagen. Woran denkst du gerade? Du bist die Erste, bei der ich das Gefühl habe, ich kann deine Gedanken nur durch einen dichten Nebelschleier sehen. Wer bist du wirklich? Das dunkle Schicksal. Das schwarze Zeichen. Ja, das bin ich. Du? Woher kennst du das schwarze Zeichen? Weil ich es habe. Aber ich dachte, das sei eine Legende. Zeig es uns. Seht ihr? Ich besitze es. Und alles, was von nun an passieren wird, wird auch euch betreffen. Ich habe es gewusst. Ich habe es immer gewusst. Irgendwann wird sie auftauchen. Was willst du hier? Das könnt ihr euch doch sicherlich denken. Kommt auf meine Seite und vereinigt euch mit mir. Zusammen können wir viel Gutes tun. Niemals. Und ich habe mich schon gewundert, warum ich deine Gedanken nicht lesen kann. Sie sind böse und dunkel und garstig. Du hast deine Schwester hintergangen und jetzt wirst du uns alle missbrauchen. Ich bin nicht umsonst hier. Meine Schwester weiß von nichts. Aber ohne ihre Hilfe hätte ich euch niemals gefunden. Du hast mich übergangen, Tammy. Ich verstehe nicht. Was soll das? Du verstehst leider gar nichts, Frieda. Deine Schwester hat das dunkle Zeichen. Sie kann machen, was sie will, jetzt wo sie uns gefunden hat. Kapierst du jetzt? Kein Wort. Lass sie, Annie. Sie versteht wirklich kein Wort. Ihr Kopf ist leer. Dann klärt mich auf, jetzt. Wir beide haben verschiedene Mütter, Frieda. Sie hatten beide die Fähigkeit, in die Zukunft zu schauen, ausgelöst durch unseren Vater. Weiß ich. Weiter? Wir haben diese Fähigkeit von ihnen geerbt. Aber meine Mutter hat mir noch was anderes vermacht. Was? Ihre Fähigkeit ist auf der dunklen Seite des Lebens angesiedelt. Was bedeutet das? Sie kann Dinge ungeschehen machen, die sich ereignet haben. Und andere verändern, die sich noch ereignen werden. Den Tod heraufbeschwören zum Beispiel. Oder ihn abwenden, wenn es ihr beliebt. Wenn sie sich mit unseren Begabungen vereint, haben Zeit und Sterben keine Bedeutung mehr. Denn deine Schwester ist der Tod.
Frieda. Naomi, was willst du denn um diese Uhrzeit hier? Entschuldigung, aber die Zeit drängt. Drängt? Was meinst du? Deine Schwester hat ihre Kräfte entfesselt und nun sucht sie Gefährten unter uns. Ich fürchte, sie wird sie auch finden. Und wenn das passiert... Was hat sie denn vor? Sie will die Pforte öffnen, die Tür zur anderen Welt. Jemand drängt sie, es zu tun. Jemand, der in unserer Welt eigentlich nichts zu suchen hat. Ich verstehe nicht. Unser Club ist jung, Frieda. Vor uns waren es unsere Mütter, die einen Bund geschlossen haben. Deine Mutter hat jedoch die Mutter deiner Schwester abgelöst, nachdem diese einen Fehler begangen hat. Welchen denn? Sie hat die Fähigkeiten des Clubs genutzt, um eine Dämonin aus der Unterwelt in unsere zu holen. Die seitdem wie ein rastloser Geist durch unsere Welt zieht und darauf wartet, in ihre Welt zurückzukehren. In die Totenwelt? Ja, aber das kann er nur, wenn... Wenn was? Er muss jemanden finden, der für ihn stirbt. Eine Person, die bereits an der Schwelle des Todes steht. Nur so gelangt dieser Engel des Todes wieder ins Schattenreich zurück. Das müssen wir verhindern. Deswegen bin ich hier. Du bist die, die in die Zukunft schauen kann. Was wird passieren? Oh Gott, was verlangst du da von mir? Ein Leben retten. Schau in die Zukunft und sag uns, was passieren wird. Nur so kannst du deiner Freundin helfen. Aber wie soll ich das machen? Hör auf dein Bauchgefühl, dein Instinkt, aber mach schnell, sonst ist es zu spät. Ich halte es immer noch nicht für eine gute Idee. Das haben wir doch schon besprochen. Ich will meine Eltern wiedersehen, Annie, und wenn es nur ein letztes Mal ist. Auch das halte ich für keine gute Idee, Franziska. Und dass ich zurück in meine Welt will, interessiert dich nicht? Nein, ich bin nur hier, um zu sehen, was passiert, wenn ich meine Kräfte mit den anderen verbinde. Ob es dann wirklich zu einem Kontakt kommt. Das kann es, aber wenn ich es zu entscheiden hätte... Du hast es aber nicht zu entscheiden, Tammy. Und das kannst du entscheiden? Allerdings. Du willst meine Freundin Carla opfern. Für Dida. Na und? Sie ist doch sowieso schon fast tot. Ist sie nicht. Ich war gerade noch bei ihr. Stimmt's? Ja. Sie wird bald aus dem künstlichen Koma erwachen. Aber du hast doch gesagt. Das schwarze Zeichen war eindeutig Maler. Dein schwarzes Zeichen gilt ab jetzt nicht mehr, Tammy. Schon deine Mutter wurde aus dem Club geworfen. Das kannst du nicht machen. Ich habe alles dafür getan, das Erbe meiner Mutter zu vollenden. Das lasse ich mir von niemandem kaputt machen. Wovon redest du, Tammy? Welches Erbe? Ich kann über Leben und Tod bestimmen. Mit deren Hilfe wird es kein Sterben mehr geben, wenn ich ihre Kräfte mit meiner vereine. Deine Schwester hat mich verhext, Frieda. Das schwarze Zeichen... Red dich nicht raus, Franziska. Du kannst immer noch für dich selbst entscheiden. Ja, und du hast dich für die falsche Seite entschieden. Die Tür ist geöffnet. Heute Nacht wird es noch geschehen. Was wird denn geschehen? Friedas Schwester sammelt unsere Fähigkeiten, um sie zu vereinen. Franziskas Telepathie, Annies Energie und ihre eigene Kraft in die Zukunft zu sehen. Wenn sie jetzt noch meine bekommt... Welche Fähigkeit hast du, Naomi? Das hast du mir noch nie erzählt. Das ist nicht wichtig. Aber ich finde... Nein. Wenn sie es dir nicht sagen will, sag ich es dir eben. Naomi kann nicht altern. Nicht zerfallen und nicht sterben. Sie lebt vom Anbeginn der Zeit bis zum Ende. Und sie wird über sie wachen. Habe ich was vergessen? Was? Naomi war schon im Club unserer Mütter aktiv. Sie war diejenige, die meine Mutter dazu angestiftet hat, eine Tote zu wecken und in unsere Zeit zu holen. Auch wenn ich es nicht gewollt habe. Und nun bringe ich zurück an den Ort, wo ich hingehöre. Opfere das Mädchen und vollende Malers irdischen Gang, damit sie wieder die Ruhe findet, die ihr gehört. Fasst meine Freundin Carla nicht an. Wehe, ihr lasst sie springen. Naomi, bitte. Nimm unsere Kräfte und reise zurück in die Anderswelt. Und sieh mir nach, dich gerufen zu haben. Was tust du denn, Naomi? Lass sie, Frieda. Sie weiß, was sie tut. Aber meine Freundin, Carla. Ich bin hier. Carla? Aber wie? Sie ist noch nicht ganz hier, Frieda. Sie hängt zwischen den Welten. Noch können wir sie halten.
Lass sie nicht los, Naomi. Sie hat es nicht verdient. Doch, tu es endlich. Wir brauchen eine Opfergabe für den Brauch. Und der Brauch soll sein Opfer auch bekommen. Geh, jetzt und hier. Frieda? Carla, bist du das? Ja, ich. Man hat mir gesagt, ich war in einem künstlichen Koma. Aber ich habe etwas Unglaubliches geträumt, bei dem auch du. Ich komme zu dir, jetzt gleich. Ich warte auf dich. Carla, sie ist aufgewacht und will mich sehen. Ja, sie hat es geschafft. Ja, das hat sie. Und nun geht ihr beiden und besucht sie. Aber alles, was du hier gehört und gesehen hast, sollte diesen Raum auch nicht verlassen. Das wird mir eh keiner glauben. Gut gemacht, Naomi. Ich weiß.